Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Yoga-Einheit. Mein Name ist Kathi Meyerhofer und wir machen heute gemeinsam Intuitive Movement. Das heißt, ein Yoga-Flow, bei dem es darum geht, den Verstand mal auszuschalten und mal voll und ganz in deinen Körper reinzuhören, zu spüren und mal wirklich wieder voll und ganz bei dir ankommen zu können. Wir brauchen für unsere gemeinsame Yoga-Einheit nichts Besonderes, also keine Props. Einfach eine feine Yogamatte und leg dir für Shavasana gerne deine Decke bereit, damit du da nicht frierst. Also hol sie dir jetzt doch gerne noch, leg sie irgendwo zur Seite und komm dann in deinen aufrechten Sitz. Schön, dass du da bist und lass uns gleich loslegen. Du kannst in Schneidersitz kommen, du kannst in Fersensitz kommen, je nachdem, was für dich jetzt gerade angenehm ist, je nachdem, was für dich jetzt gerade passt. Richt erstmal den Körper ein, die Wirbelsäule auf und dann schließ gern deine Augen. Atme erstmal schön tief ein und aus hier. Nimm dir einen Moment Zeit, um jetzt voll und ganz bei dir ankommen zu können. Am heutigen Abend lass den Tag vielleicht für einen Moment Revue passieren. Spür rein, wie sich der Tag jetzt gerade so anfühlt, vielleicht auch die Woche, die letzte Zeit. Nimm sie einfach mal wahr. In deinem Körper. Nimm sie wahr in deiner Atmung. Lass die Atemzüge ganz intuitiv größer werden. Vielleicht auch flacher, weiter, ruhiger. Vielleicht auch einfach nur bewusster. Schick den Atem dahin, wo du ihn jetzt gerade gerne haben möchtest. Das kann dein Bauchraum sein. Das kann dein Herzraum sein, dein Brustbereich, vielleicht die Flanken. Spür, wohin du jetzt gerne atmen möchtest, vielleicht auch ganz tief in dein Becken, in den Unterbauch hinein. Und stell dich jetzt schon mal darauf ein, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Ich lade dich dazu ein, dass du diese gemeinsame Yoga-Einheit mit mir heute Abend ganz intuitiv, ganz frei von Erwartungen, von Druck, mit mir gemeinsam praktizierst und vertraue darauf, dass dein Verstand dich gern immer wieder herausholt. Aus der Intuition dich immer wieder in Zweifeln bringt, in den Vergleich, in Bewertung oder Verurteilung. Und das ist vollkommen okay, vollkommen menschlich. Du darfst dich dann aber selbst wieder ins Bewusstsein zurückholen, dass du jetzt Raum schaffst, dass du jetzt Platz schaffst für deine Intuition. Und dass alles, so wie du es jetzt gerade machst und auch die nächsten Minuten, die nächste Dreiviertelstunde, dass du alles genau richtig machst, auf deine Art und Weise, in deinem Tempo. Und dann lass gern deine Atemzüge vielleicht noch ein bisschen tiefer werden, noch gleichmäßiger. Lass den Bauchraum los, es gibt keinen Grund, ihn jetzt einzuziehen. Ganz frei ein- und ausatmen. Durch die Nase, durch die Lippen. So wie es sich für dich jetzt gerade richtig und gut anfühlt. Und dann bring deine Hände auch gerne mal zum Bauchraum oder zum Becken, so zu den Hüften, wie es für dich gerade geht. Und bring so ganz sanfte Bewegung jetzt hier in deinen Hüftbereich hinein. Du kannst die Hände auch auf den Knien liegen lassen, wenn dir das leichter fällt.
Bei jeder Einatmung schieben wir unser Becken leicht nach vorne, heben die Brust nach vorne. Und bei der Ausatmung versuch dich eher rund zu machen. Den Rücken schön rund, du kannst auch den Kopf mitnehmen. Einatmen, richte die Wirbelsäule mehr auf, Becken nach vorne schieben. Ausatmen, eher rund werden, nach hinten mitnehmen. Einatmen nach vorne. Ausatmen, rund werden. Einatmen, richtig auf. Ausatmen, schön rund. Noch zwei, dreimal hier. Einatmen, schieb vor. Ausatmen, rund. Einatmen. Und aus. Letztes Mal. Einatmen, schieb nach vorne. Ausatmen, werde rund. Bring deine Hände zu den Knien und dann beginne über eine Seite zu kreisen. Die Kreise können ganz klein sein oder auch schon riesengroß. Vertrau darauf, dass du genau das Richtige machst. Auf deine Art und Weise spür den unteren Bereich deines Körpers. Nimm dein Becken wahr, die Hüftgelenke, nimm diese Bewegung wahr. Gerne auch die Wirbelsäule, die Beine, den Untergrund, deine Matte unter dir. Und spür, wie angenehm sich diese sanfte, ganz freie Bewegung hier anfühlt. Wechsle gern mal die Richtung deiner Kreise. Ganz egal, ob sie klein oder groß sind, du machst es genau richtig, so wie du jetzt gerade in deiner Bewegung dabei bist. Spür, wie dein Körper mehr und mehr in den Moment, in dein Bewusstsein kommt. Wie du dich selbst voll und ganz wahrnehmen kannst in dieser Bewegung. Vergiss den Atem nicht, nimm ihn mit. Und dann finde auch langsam vorsichtig zur Mitte zurück. Bleib hier für einen Moment, spür nach. Nimm deinen Atem wahr. Fein ein. Entspannt ausatmen. Du kannst deine Augen gerne geschlossen lassen oder sie öffnen. Je nachdem, was sich für dich jetzt gerade richtig anfühlt, nimm mit der Einatmung mal beide Arme weit nach oben. Streck dich so richtig in deiner Wirbelsäule. Und dann bring eine Hand, egal welche, zur Seite auf die Matte und zieh den anderen Arm über deinen Kopf. Zieh dich schön lang. Mit der nächsten Einatmung komm hier wieder hoch. Und ausatmen, wechsle die Seite. Nochmal einatmen, komm hoch. Ausatmen, Wechsel. Sehr schön. Nochmal einatmen, hoch. Und ausatmen, wechseln. Einatmen, komm nochmal hoch. Bring jetzt deine rechte Hand zum linken Knie und zieh den rechten Arm mal weit über den Kopf. Finde Länge hier. Senk den Blick ab. Atme tief. Spür die Länge in deiner Flanke. Spür die Dehnung. Bleib ganz sanft mit dir selbst. Genau, schön tief atmen. Nächste Einatmung, heb dann den linken Arm wieder hoch und drehen weit nach hinten. Öffne schön nach hinten auf. Atme nochmal hier. Und dann find langsam zur Mitte zurück. Bring die hintere Hand zu deinem Knie diagonal. Heb den rechten Arm weit nach oben. Und stretch zur anderen Seite. Finde deinen Atem. Finde Länge. Tief ein- und ausatmen. Senk den Blick. Nacken schön weich. Genau. Atme. Nächste Einatmung. Komm langsam wieder hoch. Und schieb den oberen Arm weit nach hinten. Dreh den Oberkörper mit. Und find langsam zur Mitte zurück.
komm zurück, kreis die Schultern gerne ein paar Mal in deine Richtung, egal ob vor oder zurück. Und dann gib den Kopf fein nach links, nach rechts. Vielleicht möchtest du Kreisen oder Halbkreise zeichnen. Was für dich jetzt gerade richtig ist, was sich gut anfühlt. Atme auch hier. Sei voll und ganz bei dir. Nimm den Atem wahr. Und dann langsam wieder zurück zur Mitte kommen und komm zurück hoch. Öffne deine Augen und dann finde in deinen Vierfüßlerstand hinein. Bring hier deine Handgelenke direkt unter deine Schultern und deine Knie hüftbreit auseinander. Spreiz deine Finger, um die Handgelenke zu schützen und drück die Fingerspitzen leicht in deine Matte. Genau. Und dann bring erstmal Gewicht durch sanfte Kreise in deine Handgelenke. Also ganz langsam, vorsichtig über deine Handgelenke kreisen. Spür ganz bewusst, wie du Gewicht hineinbringst. Zieh den Bauchnabel sanft zur Wirbelsäule, um im Rücken nicht durchzuhängen. Und lass dir hier wirklich schön Zeit. Genieß jede Bewegung, spür bewusst hinein. Wechsle auch gerne jederzeit die Richtung. Kreise mal zur anderen Seite. Spür, wie sich das Gewicht in deinen Handgelenken anfühlt. Atme. Und dann find hier wieder zurück zur Mitte. Und jetzt mobilisieren wir gemeinsam unsere Wirbelsäule. Beginn auch hier in eine Richtung zu kreisen. Ohne viel nachzudenken, ohne was falsch machen zu können. Komm voll und ganz in deine Bewegung, auf deine Art und Weise. Nimm die ganze Wirbelsäule mit, den ganzen Rücken. Alles fein durchbewegen. Gerne auch die Arme beugen und strecken. Das Becken mitbewegen. Und bleib voll und ganz bei deiner Atmung. Schöne, große Bewegungen und zwischendurch vielleicht auch ganz kleine Kreise. Spür rein, intuitiv, was ist für dich jetzt gerade die richtige Bewegung. Und dann wechsle auch gern die Richtung. Beginn langsam, sanft in die andere Richtung zu kreisen. Sehr schön. Nimm den Kopf auch gerne mit, wenn du möchtest. Atme, sei voll und ganz bei dir. Komm mehr und mehr zurück zu dir, zurück zu deinem Körper. Schaff Raum und Platz für dieses Spüren. Geh weg von all der Leistung, von all dem Richtig und Falsch. Komm zurück zu dir. Find dann langsam auch hier zurück zur Mitte und dann schieb dein Gesäß weit nach hinten für Balasana. Streck die Arme aktiv nach vorne, lass den Kopf hängen oder leg die Stirn ab, wenn sich das jetzt gerade gut anfühlt. Atme tief, find Länge hier. Schieb dein Gesäß bewusst nach hinten, die großen Zehen berühren sich, Knie dürfen leicht nach außen zeigen oder auch ganz eng beisammen sein, was jetzt gerade richtig ist für dich. Find große Atemzüge in den Bauchraum. Tief ein und aus. Noch zwei, drei Atemzüge hier. Spür die Länge in deiner Wirbelsäule, nimm sie wahr. Spür die Entlastung deiner Bandscheiben. Wie dein Gesäß sanft nach hinten schiebt, die Fingerspitzen nach vorne streben. Atme nochmal tief ein und aus hier. Und dann beginnen wieder mit Kreisen. Wir kommen über die linke Seite nach vorne in den Vierfüßlerstand und schieben über die rechte Seite wieder zurück und nimm gern die Wirbelsäule wieder mit. Rund nach vorne, richtig einrollen und dann schön weit wieder zurück auf deine Art und Weise. So intensiv oder so sanft, wie sich das für dich jetzt gerade richtig anfühlt.
Noch ein Kreis auf dieser Seite. Schön durchatmen. Und dann wechsel langsam, komm über die andere Seite nach vorne. Ganz sanft die Wirbelsäule mitnehmen. Und noch zwei, drei Kreise auch hier. Alles fein durchbewegen. Spür rein, was tut dir gut? Wie fühlt sich dein Körper hier an? Welche Bereiche dürfen noch mehr mitgenommen werden? Und dann find langsam wieder zurück im Balasana. Roll von hier über den Vierfüßlerstand hoch, spreiz deine Finger nochmal ganz bewusst, genau. Stell die Zehenspitzen auf und dann schieb dein Gesäß langsam, vorsichtig, weit nach hinten oben. Lass die Knie gern gebeugt, erster herabschauende Hund. Schieb den Kopf zwischen deinen Händen durch. Lass ihn hängen. Atme schön tief. Und dann beginnen wir schon mit unseren nächsten Wellen. Versuch dich rund zu machen. Komm auf die Zehenspitzen. Roll schön rund mit den Schultern über deine Handgelenke nach vorne. Bring die Knie auf die Matte. Zieh dich ins Hohlkreuz. Find Länge hier. Und schieb dein Gesäß wieder weit nach hinten oben. Nochmal rund nach vorne. Atme einfach, wie es für dich natürlich ist. Bring die Knie auf die Matte und schieb im Hohlkreuz weit nach hinten oben. Noch zwei Runden hier. Schön rund nach vorne. Sanft nach hinten strecken. Und nochmal rund nach vorne. Und fein nach hinten schieben. Komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Richte dich ein, find nochmal Länge. Lass den Kopf hängen, find den Atem. Gern die Knie leicht gebeugt halten. Und dann streck mal ganz bewusst dein linkes Bein. Genau, streck links richtig durch. Atme hier. Wechsel die Beine, beug links, streck rechts, find nochmal Länge. Find den Atem. Und dann streck beide Beine, so gut es jetzt gerade geht, heute Abend, find Länge im Körper. Und dann einatmen, schau zu deinen Händen und wandere mit den Händen zu deinen Füßen nach hinten. Komm so in deine stehende Vorbeuge. Lass den Oberkörper hängen, schau, dass die großen Zehen eher so ein bisschen nach innen schauen, nicht zu sehr nach außen. Greif deine Ellbogen und dann lass den Oberkörper mal voll und ganz hängen. Find Länge, schaukle, wenn du schaukeln möchtest, entspann auch den Nacken. All die Anspannung rauslassen. Schön tief durchatmen. Lass die Arme wieder hängen, beug mal deine Knie, um mehr Leichtigkeit in den oberen, unteren Rücken zu bekommen und in die Beinrückseiten richtig schön rund hängen lassen. Und dann roll langsam, indem du die Knie noch mehr beugst, Wirbel für Wirbel hoch, komm zum Stehen. Lass dir Zeit. Mit der nächsten Einatmung streck die Arme über den Kopf, find Länge. Ausatmen, bring die Hände vor deinem Herzen zueinander. Schließ für einen Moment die Augen, spür nach. Nimm den Atem wahr. Öffne deine Augen, einatmen, streck die Arme mit nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge, lass den Oberkörper hängen, richtig schön tief hängen lassen. Nächste Einatmung, halbe Vorbeuge, bring die Hände auf deine Schienbeine und zieh den Rücken schön lang, gerade wie ein Tisch. Ausatmen, komm wieder tief, ganze Vorbeuge, lass den Oberkörper hängen, beug deine Knie. Einatmen, heb den Blick, wandere nach vorne in deinen Stütz. Richte dich hier erstmal ein und dann senk langsam die Knie ab. Mit der Ausatmung senk die Brust ab.
Einatmen, Cobra, hebt den Oberkörper an, schiebt die Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, schiebt zurück, Bauch anspannen, Gesäß als erstes nach hinten schieben, im Balasana für einen Moment. Atme einmal tief hier und dann roll wieder hoch zurück in deinen herabschauenden Hund. Find hier nochmal schön Länge im herabschauenden Hund. Atme tief und dann bring die großen Zehen näher zueinander, dass sie sich fast berühren. Mach dich bereit, dein rechtes Bein langsam nach hinten oben zu strecken und im Knie zu beugen, also richtig dein rechtes Knie schön hoch raufzuziehen. Zeichne jetzt ganz, ganz große Kreise mit dem rechten Knie, so groß es geht. Richtig schön große Kreise zeichnen. In beide Richtungen wechsle hier auch mal die Richtung. Atme. Und dann zieh dein Knie nochmal weit nach oben. Schau nach vorne und bring den rechten Fuß jetzt nach vorne zwischen deine Hände. Richte dich hier erstmal aus. Sehr schön. Bring die Hände zur Hüfte und dann heb den Oberkörper langsam an zum High Lunge. Versuch dein Becken rauszukippen aus dem Hohlkreuz. Atme. Mit der Einatmung nimm die Arme mit nach oben. Ausatmen, beug die Ellbogen links und rechts zur Seite. Nächste Einatmung, streck die Beine und die Arme. Ausatmen, beug. Einatmen, streck. Ausatmen, beugen. Nochmal einatmen, streck. Bleib hier, bring die Hände langsam nach vorne, lass dir Zeit und versuch sie auf die Matte zu bringen. Sollte das zu viel sein, beug dein rechtes Knie leicht. Lass den Oberkörper hier hängen. Bring die hintere Ferse schön hoch hinauf. Atme ruhig. Bewusst die Anspannung rausatmen. Nächste Einatmung, beug dein rechtes Knie, heb dein Herz. Bring die linke Hand schön auf die Matte und heb den rechten Arm weit nach oben an. Atme tief. Zeichne ein, zwei große Kreise mit dem rechten Arm. Bring Bewegung in dein Schultergelenk. Nochmal tief durchatmen. Hier bring den rechten Arm zurück auf die Matte. Und leg langsam dein linkes Knie ab. Mach dich bereit, hier wieder hochzukommen. Bring die Hände zur Hüfte und zieh dich raus aus dem Hohlkreuz. Genau, richtig schön nach vorne schieben. Und dann lass die rechte Hand auf deinem Knie, heb den linken Arm an, schieb die Hüfte sanft nach vorne und lehn dich nach rechts. Atme ruhig. Schön tief ein- und ausatmen hier. Komm langsam vorsichtig wieder zurück, bring beide Hände nach vorne. Zieh sanft das Becken nach hinten, wander mit den Händen so ein bisschen mit und lass den Oberkörper hängen. Schön tief durchatmen hier. Atme, versuch dich nicht irgendwo rein zu zerren oder zu drücken, wirklich schön sanft bleiben. Ganz sanft auch mit dem rechten Bein, Beinrückseite schön weich halten. Nochmal tief durchatmen. Lass die Anspannung gehen. Und dann heb langsam vorsichtig dein Herz, heb die Hüfte, bring nochmal beide Hände auf den Oberschenkel, richtig auf und schieb nochmal so richtig schön nach vorne. Streck die Arme zur Seite nach hinten und zeichne ganz einen großen Kreis, mach so richtig schön auf. Und bring von hier beide Hände zurück auf die Matte, streck dein hinteres Bein. Bring den rechten Fuß vorsichtig zum linken Fuß zurück. Komm in den Stütz, senk dich ab,
Ausatmen. Einatmen, Kobra. Und ausatmen, Balasana. Gesäß nach hinten schieben. Find Länge für ein paar Atemzüge. Tief ein- und ausatmen hier. Lass die Anspannung gehen. Dann heb den Blick leicht an, schieb die Hände mehr und mehr nach vorne, bring die Knie hüftgelenksbreit auseinander. Gesäß bleibt hinter den Knien, also nicht zu sehr nach vorne kommen. Und dann schieb die Brustwirbelsäule Richtung Matte. Lass den Kopf hängen, leg die Stirn ab, wenn du möchtest. Oder ganz intensiv, leg dein Kinn auf die Matte. Achte darauf, dass es sich gut anfühlt. Nimm dir Zeit. Atme tief ein und aus hier. Sehr schön. Find Länge in deiner Brustwirbelsäule. Noch zwei gemeinsame Atemzüge hier. Letztes Mal tief durchatmen. Und dann komm langsam vorsichtig heraus, komm zurück in einen Vierfüßlerstand und mach die Wirbelsäule ganz rund für einen Moment. Und zurück zur Mitte. Find wieder hoch in deinen herabschauenden Hund. Spreiz die Finger, stell die Zehen auf und schieb hoch in Adho Mukha Svanasana. Atme. Bring deine großen Zehen näher zueinander. Wir wechseln auf links. Zieh langsam dein linkes Bein nach hinten oben, beug im Knie. Zieh das linke Knie richtig schön hoch. Zeichne deine Kreise in deinem Tempo. Lass dir Zeit. Atme. Wechsel gern die Richtung deiner Kreise. Schön groß. Richtig schön aufmachen. Und dann zieh nochmal dein linkes Knie ganz weit nach oben. Schau nach vorne und bring den linken Fuß langsam zwischen deine Hände. Lass dir Zeit und richte dich ein hier. Atme, komm vorsichtig hoch, bring die Hände zu den Hüften. Kipp dein Becken wieder raus aus dem Hohlkreuz und komm so ein bisschen tiefer. Streck langsam deine Arme mit nach oben. Atme hier. Beug die Arme Kaktus links und rechts zur Seite. Einatmen, streck Arme und Beine. Ausatmen, beug. Einatmen, streck. Ausatmen, beug. Nochmal einatmen, streck. Bleib hier, zieh die Hände vorsichtig mit nach vorne. Bring sie auf deine Matte, lass dir Zeit. Und sonst beug gerne das linke Knie ein bisschen. Lass den Oberkörper hängen. Atme die Anspannung raus, sehr schön. Tief ein- und ausatmen. Nächste Einatmung, beug dein linkes Knie, heb dein Herz. Richte hier nochmal so richtig schön die Brust auf. Bring die rechte Hand stark in die Matte und heb den linken Arm weit nach oben. Richtig schön aufmachen. Hüfte darf tiefer kommen. Atme, mach schön auf. Nochmal tief ein- und ausatmen hier. Und dann bring die Hände wieder zurück auf deine Matte. Bring dein rechtes Knie tief, leg es ab. Komm hoch, Hände nochmal bewusst zur Hüfte. Raus aus dem Hohlkreuz, schieb sanft nach vorne. Linke Hand zum linken Oberschenkel. Rechter Arm mit nach oben. Und dann schieb die Hüfte nach vorne.
und den Oberkörper sanft nach links. Find deinen Atem. Fein ein und aus. Tief durchatmen. Komm langsam vorsichtig zurück zur Mitte. Bring beide Hände nach vorne auf deine Matte und zieh die Hüfte sanft nach hinten. Wander gerne auch mit den Händen so ein Stück mehr nach hinten. Du kannst den vorderen Fuß flexen oder pointen, strecken, wie du möchtest. Und dann lass den Oberkörper hängen. Atme wieder schön sanft mit der Beinrückseite, nicht zu intensiv. Bleib sanft. Atme dich durch jede Haltung durch. Und find so ganz bewusst zurück in den Moment, ins Hier, ins Jetzt, ganz, ganz bewusst. Nimm tiefe Atemzüge. Und dann heb nochmal dein Herz an, schieb's nach vorne. Bring die Arme in großen Kreis über hinten. Mach nochmal so richtig schön auf. Und dann die Hände wieder zurück auf die Matte. Streck dein hinteres Bein und bring den vorderen zum hinteren Fuß zurück. Find in deinen Stütz hinein. Senk die Knie ab und mit der nächsten Ausatmung senk die Brust ab. Einatmen, Cobra, heb den Oberkörper an. Und ausatmen, schieb zurück, Balasana. Bleib hier für einen Moment. Atme tief ein und aus. Beug die Arme, leg sie links und rechts neben deine Füße. Lass voll und ganz jegliche Anspannung los. Fein durchatmen. Richtig schön loslassen. All die Anspannung. Lass auch den Atem wieder ruhiger, gleichmäßiger werden. Komm voll und ganz zurück zu dir, zu deinem Körper. Sehr schön. Dann streck langsam deine Arme wieder nach vorne aus. Find hier nochmal so richtig schön Länge. Und dann roll ein letztes Mal hoch. Stell die Zehenspitzen auf. Komm in den herabschauenden Hund. Atme noch einmal tief Länge hier. Und dann schau nach vorne und komm zum Sitzen, wie es für dich bequem ist. Genau, einfach zum Sitzen kommen. Richte die da wieder so ein bisschen aus. Und dann streck von hier die Beine aus. Komm in deinen Langsitz. Stell die Füße auf. Schau, dass die Knie fein gebeugt sind. Und um jetzt wirklich so richtig schön Länge reinzubringen in unsere Körperrückseite, machen wir heute gemeinsam eine andere Variante, eigentlich eine Yin-Variante, aus Paschimottanasana. Umarm hierfür so richtig deine Beine, also richtig fein und armen, mach die ganz, ganz rund und dann schieb die Füße langsam Stück für Stück nach vorne. Richtig schön nach vorne, robb dich da so rein und dann lass die Füße ganz locker entspannt und lass den Oberkörper nach vorne unten hängen. Versuch gar nicht zu viel mit den Händen rein zu zerren, zu reißen, sondern schieb die Schultern weg von den Ohren und lass den Oberkörper einfach hängen. Es ist jetzt gar nicht so wichtig, da richtig schön tief reinzukommen. Versuch eher mal loslassen zu dürfen. Voll und ganz loslassen. Atme. Nimm deinen Herzschlag wahr. Nimm deinen Atem wahr. Und lass beides mehr und mehr zur Ruhe kommen. Schön tief ein- und ausatmen.
Noch zwei tiefe Atemzüge hier. Find noch mal richtig schön lange. Sehr schön. Dann roll langsam, vorsichtig, leicht hoch. Löst die Hände unter den Füßen, löst die Arme. Komm ganz rund, ganz fein hoch. Nimm dein linkes Knie zu dir ran. Streck dich so wirklich schön in der Wirbelsäule. Schön aufrichten. Wir twisten nach innen. Die linke Hand bleibt am Knie, rechter Arm kommt schön hoch und dann bring die rechte Hand so richtig schön weit nach hinten. Halte die Wirbelsäule aufrecht gerade und dreh den Oberkörper fein nach rechts. Mit der nächsten Einatmung komm schon wieder zurück, nimm beide Arme mit hoch. Ausatmen, wechsel die Seite, dreh nach links. Schön nach hinten, Wirbelsäule lang. Und schon wieder zurück zur Mitte. Einatmen, nimm die Arme hoch. Bring sie zu deinem linken Bein und lass das linke Knie nach außen fallen. Find wieder Länge in der Wirbelsäule, richtig das ein im Körper. Und dann lass dich fein nach vorne sinken, Oberkörper hängen lassen. Atme ruhig. Und es ist überhaupt nicht wichtig, den Fuß zu greifen. Gib die Hände gern zur Wade. Lass die Schultern eher weich. Oberkörper sinkt. Atme tief, find Länge im unteren Rücken. Lass Kiefer und Schultern schön weich. Und den Atem schön gleichmäßig fließen lassen. Einatmen, Länge kreieren. Mit der Ausatmung mehr und mehr loslassen. Nochmal einatmen, Länge kreieren. Ausatmen, lass los. Und dann roll auch schon wieder Wirbel für Wirbel hoch. Ganz rund, komm hoch. Streck dein linkes Bein zum rechten dazu aus. Zieh dein rechtes Knie zur Brust. Heb den Oberkörper an. Lass die Wirbelsäule schön groß und weit werden. Mit der Einatmung nimm den linken Arm mit nach oben und twist zur linken Seite auf. Dreh dich sanft hinein. Wirbelsäule aufrecht. Einatmen, komm zurück zur Mitte, beide Arme hoch, wechsel die Seite, twiste nach rechts. Schön aufrichten. Einatmen, wieder zurück zur Mitte, nimm die Arme hoch, schnapp dir dein rechtes Bein, leg dein Knie nach außen ab und dann nochmal hier Länge kreieren. Ausatmen, senk dich nach vorne ab, rob dich sanft rein im Oberkörper. Und lass alles hängen. Richtig schön sinken lassen. Tief durchatmen. Vielleicht den Fuß, die Wade greifen oder die Arme und Hände einfach ablegen. Spür rein, was für dich jetzt gerade richtig ist. Und komm voll und ganz bei dir an. Atme. Nimm die Atemzüge wahr. Jede Ein-, jede Ausatmung. Lass alles gehen, was gehen darf. Lass auch deine Schultern weich, den Kiefer schön entspannt. Genau, mehr und mehr loslassen. Nochmal tief durchatmen. Und dann komm langsam, vorsichtig wieder hoch. Streck dein rechtes Bein zum linken aus. Rutsch dann ein kleines Stückchen weiter nach unten auf deine Matte. Greif in deine Kniekehlen. Achte darauf, dass hinter dir Platz ist. Und dann komm für einen Moment in die Balance. Find dein Gleichgewicht. Versuch die Füße auf Höhe deiner Knie zu bringen. Atme ruhig. Heb die Brust nach vorne an, entspann den Kiefer, die Zähne. Nochmal atmen. Und dann mach dich ganz rund und roll vorsichtig zurück in deine Rückenlage. Und nimm die Knie ran, massiere den ganzen Rücken mal fein aus. Alles so ein bisschen ausmassieren, kreisen, wippen. Was sich jetzt für dich gerade gut anfühlt.
Fallen die Anspannung rausnehmen. Gerne auch die Knie mal auseinanderziehen. Da richtig schön Länge reinbringen, Bewegung reinbringen in deine Hüftgelenke. Und dann bring deine Hände mal flach unter dein Gesäß. Streck die Beine nach oben hin aus. Und dann beweg die Zehen, beweg die Füße, deine Fußgelenke. Und schüttel auch gern die Beine mal so richtig aus. Alles fein rausschütteln. All die Anspannung vom Tag richtig rausschütteln. Fest schütteln, schütteln. Auch mal so die Unterschenkel fallen lassen. Und dann langsam wieder lösen. Löse die Hände, bring deine Knie wieder zueinander. Schieb sie mit der linken Hand zur linken Seite für deinen Twist. Öffne den rechten Arm nach rechts. Dreh auch den Kopf zur Mitte oder nach rechts. Und schieb bewusst die rechte Schulter in die Matte, in die Erde. Atme tief ein und aus hier. Lass all die Anspannung los. Dreh den Kopf sanft zur Mitte. Zieh die Beine erst rechts, dann links, zurück zur Mitte. Und dann wechsel zur anderen Seite. Leg beide Knie zur rechten Seite ab. Schieb den linken Arm weit nach links. Dreh den Kopf zur linken Seite oder zur Mitte und schieb die linke Schulter ganz bewusst in die Erde hinein. Atme fein ein und aus. Lass all die Anspannung los. Nochmal tief durchatmen hier. Und dreh langsam den Kopf zurück zur Mitte. Zieh die Knie zurück zur Mitte. Bring beide Fußsohlen zueinander. Leg die Außenkanten deiner Füße ab und lass deine Knie nach außen fallen für Supta Baddha Konasana. Leg die Hände zum Bauchraum, zu den Hüften, zu den Leisten, je nachdem, was für dich jetzt gerade angenehm ist. Schieb die Schultern nochmal weg von den Ohren. Und lass voll und ganz jegliche restliche Anspannung jetzt los. Versuch erstmal diesen Bauchraum, den Bereich in deinem Becken, in den Hüften mal voll und ganz loszulassen. Drück die Knie auch gar nicht zu sehr nach unten. Schau, dass die Füße nicht zu nah bei dir sind. Schieb die Fersen weiter weg vom Gesäß, um hier jetzt wirklich voll und ganz ins Sein kommen zu können, in deine Yin-Energie. Atme mit dem Fokus, deinem Bewusstsein voll und ganz auf der Ausatmung. Lass alles gehen, was jetzt gehen darf. Und komm so schon mehr und mehr in deinem Shavasana, mehr und mehr in deiner Entspannung an, bevor wir dann voll und ganz in unsere Endentspannung kommen. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge hier, lass den Bauchraum, dein Becken los. Sehr schön. Dann richte dich langsam in dein Shavasana ein. Hol dir deine Decke, streck die Beine aus, streck die Arme zur Seite. Komm voll und ganz in deine liegende Entspannungsposition. Richte dich so ein, dass sich Shavasana ganz fein für dich anfühlt, ganz bequem. Schließ gern schon mal deine Augen. Und lass all die Anspannung gehen, die jetzt gerade noch gehen darf.
Lass die Füße sanft nach außen fallen. Deine Fersen schauen nach innen. Um auch deine Hüften, deine Gelenke voll und ganz entspannen zu können. Nimm die Anspannung aus deinen Unterschenkeln heraus, aus deinen Knien und deinen Oberschenkeln. Spür, wie die Beine fein aufliegen. Spür, wie dein Gesäß fein aufliegt. Und lass auch hier mit deiner nächsten Ausatmung all die Anspannung los. Und so auch den Bauchraum. Es gibt jetzt keinen Grund mehr, den Bauch einziehen zu wollen oder zu müssen. Lass ihn voll und ganz los. Wieder rausdrücken, noch reinziehen. Einfach sein lassen, deinen wundervollen Bauch. Spür, wie deine Wirbelsäule aufliegt. Lass dich von der Erde tragen, gib dein Gewicht ab. Lass auch den ganzen Brustbereich los, deine Schultern, Arme und Hände. Die Erde trägt dich, du bist in Sicherheit. Du kannst dich für einen Moment voll und ganz loslassen und gehen lassen. Gewicht. Aufgabe einfach mal abgeben, um wirklich voll und ganz bei dir im Sein ankommen zu können. Spür auch, wie dein Hals und dein Nacken weich werden dürfen, wie deine Kopfhaut, dein Hinterkopf aufliegt und du Stirn, Augenbrauen und Gesichtszüge jetzt mehr und mehr entspannen kannst. So wie auch deinen Kiefer, deine Zunge, deine Lippen. Es gibt jetzt absolut nichts mehr zu tun. Du darfst voll und ganz in deinem Shavasana, in deinem Sein ankommen. Dich auf die Atmung konzentrieren. Dein Bewusstsein auf deinen Körper bringen. Und auch dort jetzt noch loszulassen, wo noch ein kleines bisschen Spannung ist. Und du schenkst diese Auszeit hier ganz bewusst deinem Körper als Zeichen deiner unendlichen Dankbarkeit ihm gegenüber. Für all das, was dein Körper leistet, was er schafft, erledigt und das Tag für Tag, Woche für Woche, dein ganzes Leben lang. Und dann nimm hier nochmal ein, zwei große, tiefe Atemzüge in den Bauchraum. Richtig schön tief durchatmen. Bring auch schon wieder Bewegung zurück in deine Füße, in die Hände. Gib den Kopf vielleicht nach links, nach rechts. Streck gern die Arme mal ganz weit über deinen Kopf. Find Länge, streck dich, mach dich groß. Und dann komm für unseren gemeinsamen Abschluss gerne ein letztes Mal in deinen aufrechten Sitz hoch. Find in deinen Schneidersitz. Oder Fersensitz, je nachdem, was für dich jetzt noch passt. Schließ gern für einen Moment noch die Augen. Und dann bring deine linke Hand zum Bauchraum, die rechte zum Herzen.
und nimm hier nochmal 2, 3 tiefe Atemzüge. Atemzüge, in denen du Dankbarkeit einatmest, dir selbst gegenüber, deinem Körper, deinem Sein mit all deinen Schwächen und Stärken, die dich so wundervoll und so einzigartig machen. Und du atmest Zweifel aus. Ganz bewusst lässt sie los. Und noch einmal Dankbarkeit, Liebe dir selbst gegenüber einatmen, deiner Intuition, deinem Bauchgefühl und all die Zweifel raus. Und dann löst sanft deine Hände, bring sie vor deinem Herzen zueinander. Leg deine Daumen an die Stirn und sprich jetzt hier heute Abend für dich in Gedanken ein Kompliment, das du dir selbst von Herzen jetzt machst. Ganz ehrlich, ganz klar, sprich dieses Kompliment in Gedanken dir selbst gegenüber aus. Namaste. Vielen, vielen Dank für dein Sein. Danke euch allen, die heute mitgemacht haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend. Genießt die Zeit und wir sehen uns dann bald wieder gemeinsam auf unserer Yogamatte. Dankeschön. Okay.